Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück. Weiter geht's mit Fall Guys. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Das ist, die erste Folge mit dem neuen Update. Es gibt jetzt ein wenig Variationen in den Maps, wie ich gehört habe. Und ich bin gespannt, wie das denn heute wird und wie die Veränderungen aussehen. Ich habe bis dato noch keine Runde gespielt seit dem Update. Momentan haben wir 16 Kronen. Momentan lief es auch richtig, richtig gut. Und ja, mal gucken, wie es heute läuft. Viel Spaß, wie gesagt. Bis gleich in der Runde. Wir starten mit Hindernisrennen, liebe Freunde. Und ich glaube, bis dato ist jetzt nichts verhindert an der Map, oder? Gibt es überhaupt Änderungen? Ich weiß es gar nicht. Aber es sieht jetzt von oben nicht so aus, dass da jetzt irgendwas anderes ist. Und okay, wir sind ja erste Reihe. Wie cool ist denn das? Ist ja mega schön. Können wir nämlich hier ein bisschen besser drüber eventuell. Und es soll jetzt ja auch ein Anti-Cheat-System geben, was funktionieren soll, hoffentlich. Ja, bin ich gespannt, weil das war ja wirklich mega nervig mit den Hackern. Jede zweite Runde hat's einen Hacker. Aber wenn das dann damit behoben wird, dann finde ich das super. So, und wir kommen jetzt gerade nicht durch, aber wir sind weit vorne. Oh, die kam am Rand schon durch. Ach, okay, jetzt sind die Kugeln andersrum. Nicht von der Seite, jetzt kommen die von vorne. Also das ist schon mal die Änderung. Finde ich gut auf jeden Fall, dass man da... Ey, was machst du denn? Oh nein, der Hammer. Ich habe es gar nicht gecheckt, der Hammer war einfach... Oh nein. Aber okay, wir sind drin. Sehr schön. Aber finde ich super, dass sie da jetzt ein bisschen Veränderung reinbringen. So ist jede Runde dann doch wieder ein bisschen anders. Und bald kommen ja dann auch neue Maps bei der zweiten Season dazu. Dauert noch ein paar Tage, aber ja, finde ich gut. Und wir haben es geschafft. Die erste Runde haben wir überlebt. 42 sind noch am Leben. Mal gucken, was als nächstes kommt. Torhunger ist das nächste Spiel, Leute. Da gibt es wahrscheinlich jetzt auch Variationen in den Türen. Das hatte ich schon mal gesehen bei einem Video von Zombie, glaube ich. Dass die jetzt anders in verschiedenen Zyklen hoch und runter gehen. Dass man sich nicht mehr so drauf verlassen kann. Und wir kommen noch drüber. Ein Glück, ich dachte, es wäre vorbei. So, das ging aber noch ganz gut. Jetzt muss ich hier kurz warten. Und rüber. Wir müssen uns auf jeden Fall sputen. Junge, was ist denn hier los? Lass mich durch. Oh, das war knapp. Sehr gut, Leute. Und so. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich habe mich fast hingelegt, aber es ging noch. Oh, nice. Wir sind durch, Leute. Wir sind durch. Aber so ist jetzt jede Runde wieder ein bisschen spannender. Ein bisschen unsicherer für jeden. Finde ich toll. Aber das war jetzt, das lief eigentlich ziemlich gut für uns. 29 noch da. Och nö, Leute, es gibt Abschweifen. Das finde ich nicht so cool. Abschweifen ist wirklich nicht so mein Lieblingsspiel. Wobei ich es oft geschafft habe. Oh, ich habe einen Schweifi. Oh nö, ey. Dieser Druck, Leute, dieser Druck. Jetzt muss ich wieder 1,30 überleben. Wow. Hä? Ich stehe gar nicht mehr auf. Was war denn das? Mal gucken, ob wir es schaffen, Leute. Der ist nur AFK. Ja. Steh auf, Junge. Ich lasse mich immer kicken von den Hämmern. Das ist für die anderen am meisten unvorhersehbar, wo man da hinfliegt. Manchmal hat man Pech, manchmal hat man Glück. Je nachdem. Aua. Ins Gesicht. 30 Sekunden habe ich schon mal überlebt. Aber das bringt nichts, wenn man am Ende den Schweif verliert, ne? Aber momentan ist, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie wenig los hier. Haben die Leute keinen Bock zu spielen? Oder warten die jetzt alle einfach bis auf die letzten 30 Sekunden? Könnte natürlich auch sein. Da der Roboter, der ist schon mal, sich schon mal bewegt. Aua. Und geh weg. Noch 30 Sekunden, Leute. Wir hatten noch keinen Feindkontakt sozusagen. Jetzt kommt aber einer. Oh, das war knapp. So. Okay, noch 20 Sekunden. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier machen soll. Hier ist momentan recht chillig. Und da kommen welche. Ich muss mich hier fernhalten von Leuten, die keinen Schwanz hier haben. Oh. Lasst mich in Ruhe. Noch 3 Sekunden. Ich glaube, wir haben es, oder? Nein! Geh weg, Entchen. Okay, der
Der Downschweif. Ich hatte jetzt schon gerade Panik. Aber wir haben es überlebt. Das war ja. Also so eine Easy-Runde hatte ich ja noch nie bei Schweif. Holy shit. Was? So viele sind ausgeschieden. Was? Nur noch 13 Leute sind da. Dürfte ja dann fast schon Finale geben. Mal gucken. Vor dem Finale kommen noch Ausweichmanöver. Und mit so wenig Leuten ist das schon ziemlich happig, weil wenn man einmal was in die Fresse kriegt, dann ist man ausgeschieden. 7 Leute kommen hier nur weiter. Ey, so spät habe ich noch nie Ausweichmanöver gespielt mit so wenig Leuten. Ob es hier auch Variationen gibt? I don't know. Ja, ich falle schon hin, weil die auf mich drauf springen. Alter, was soll das denn jetzt? Ich bin schon jetzt schon ausgeschieden. Gefühlt. Boah, Junge. Wir sind auf jeden Fall jetzt ausgeschieden. Wenn keiner mehr zurückfällt. Das ist nicht gut. Los, ihr müsst was ins Gesicht kriegen, Leute. Ey, das ist doch unfair, weil die Leute... Nein, ich werde ausscheiden. Obwohl ich keinen Fehler gemacht habe. Boah. Ja, da ist einer weg. Oh Mann, war das knapp. Und... Nein! Alter. Bei mir war ich doch vor dem. Ey, das kann ja nicht sein, dass wir da ausgeschieden sind. Och, Leute. Ey, was war denn das jetzt für ein unlucky Scheißdreck? Och, nö. Das tat jetzt echt weh. Das tat richtig weh. Aber gut, neue Runde, neues Glück. Diesmal beginnen wir mit Türenlauf, Leute. Aber wie... Och man, das war so unlucky gerade. Das ärgert mich voll. Wir wären im Finale gewesen. Aber nein, wir müssten noch ausscheiden. Naja gut. Kann nicht immer klappen. Aber mal gucken, wie es hier läuft. Bei dem Türenlauf. Wir sind in der zweiten Reihe. Das ist gut. Dann können wir abwarten, was die anderen so machen. Weil die ersten Tore können wir nicht vorhersehen. Gehen wir mal hier durch. Genau. Wieder hier durch. Schön. Oh. Steh doch auf, Kollege. Oh. Mal wieder die Mitte. Lol. So, jetzt kommt, Freunde. Was geht auf? Ja. Ey, es läuft ja richtig gut. Und das Tor ist einfach fast stehen geblieben. Hier rechts. Oh, wow, was war das? Habt ihr das gesehen, wie ich da durchgepfeffert bin? Das war ja richtig krank. Oh, das Teil war richtig blöd. Wir sind Zweiter, aber... Hinter der Roboterkatze. Nice. Das lief doch richtig gut. Bam. Sehr schön, Leute. Das war doch super. Hatten wir Glück mit den Türen auf jeden Fall. Die waren immer bei uns in der Nähe. Wenn man dann noch die halbe Strecke da nach links und rechts muss, dann wird schon eng für einen. Und diese Teile von den Türen, die können auch mega nerven. Ah, schön, Leute. Der Kreis ist am Start. Hier gibt es auch diesen großen Hammer, glaube ich. Aber ich habe ihn jetzt nicht gesehen, gerade in der Übersicht. Ich glaube, nee, er ist nicht da. Den würde ich gerne mal sehen. In irgendeiner Runde. Auf irgendeiner Map, ich weiß nicht. Ach, komm schon. Ich leg mich wieder hin. Ach komm, jetzt steh doch auf, Alter. Das ist doch, gibt's doch nicht. Jetzt sind die Leute hier schon wieder alle... Los, kick mich. Kick mich doch weiter. Und die Dinger können sich hier auch irgendwie anders drehen, habe ich schon gesehen. Wow. Ja, wohl, wir haben es drüber geschafft. So, schön. Wir sind noch relativ weit vorne. Das läuft doch. So, da vorne, der dreht diesmal andersrum, der andere Kreisel da. Jawohl. Muss mal, mal gucken, ob wir hier durchkommen mit einem Hechtsprung. Und, nein, das war dumm, aber ich hab's geschafft. Das war sehr glücklich. Alter, und das dreht auch andersrum, cool. So, ich probier's mal, mich hier kicken zu lassen. Kick mich mal. Jawohl, das hat ja super geklappt. Easy going. Dritter, Leute. Okay, die letzten laufen ein. Und der Hotdog ist der letzte. Okay, der Rest ist ausgeschieden. 30 Leute leben jetzt noch. Ein Teamspiel, Leute. Die Horter sind am Start. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Wir sind Team Rot. Das ist schon mal... Ist ja nicht wurscht, aber... Oh, hier sind ja auch jetzt Hämmer dabei. Das ist ja cool. Die können unseren Hammer dann nach hinten oder nach vorne schlagen. Je nachdem, wie viel... Oh nein, jetzt haben wir gerade alle unsere Bälle verloren nach Gelb. Das sind unsere Bälle. Gib mir die Bälle her jetzt hier. Komm schon.
Wir haben nur einen Ball aktuell in der Basis. So, ich treibe die mal an hier. Oh, meine Freunde sind auch am Start. Ist gerade nicht viel Gegenwehr. Ich kann ja die einfach rollen. Das war ja easy going. Erstmal hinten rin drücken. Wunderbar. Den anderen verlieren wir schon wieder. Aber da kommt der nächste reingekugelt. Oh, drei Stück haben wir gerade hinten drin. Das ist sehr schön. Das, oh, wir haben ja vier Bälle. Lol. Was geht denn hier jetzt ab? Aber man weiß ja, wie schnell sich das ändern kann. Es geht verdammt schnell. Nein. Wir haben bisher gut gedefft. Oh, da geht aber deiner durch hier. Lasst mir den Ball. Nein. Junge, da runter. Genau. Sehr schön. Das war wichtig. Der Hit war auch richtig wichtig von unserem Mate. Bisher sieht es gut aus. Noch 15 Sekunden. Wir haben vier Bälle. Fünf Bälle haben wir sogar gerade. Blau hat 0. Lol. Ach du Scheiße. Ey, was ist denn hier los? Wir sind ja der Mega-Horter. Wir haben einfach fünf Bälle. Und Blau hat 2. Jetzt hat Gelb 0. Die haben gerade noch die Wände bekommen. Krass. Es ist also Gelb ausgeschieden statt Blau. Das war wirklich haarscharf für Team Blau. Gut, 19 Leute, dann denke ich mal noch ein Spiel und dann gibt's Finale. Nur mal schauen, welches Spiel wir spielen müssen. Okay, wir spielen Sprungclub. Das heißt, wir spielen wahrscheinlich keinen Sprungclub im Finale. Lol, wie groß bin ich gerade in der Facecam? Holy shit, das sah ja richtig komisch aus. Ja. 8 Leute dürfen ausscheiden. Es wäre cool, wenn mehr ausscheiden würden. Dann hätten wir weniger Leute im Finale. Natürlich müssen wir auch erstmal selber zusehen, dass wir nicht ausscheiden. Das wäre schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob die da was behoben haben wegen den Festbacken, dass man da in dem Material oft einfach feststeckt und einfach nicht mehr hochkommt. Wie bei Block Party. Wenn man da drinne festbackt, dann ist man auch schnell down. Aber es sind gerade 3 Leute, 4 Leute ausgeschieden. Und das sah aus, als wären die da auch festgebackt. Keine Ahnung. 6 Leute sind schon weg. What the fuck? Wie schnell geht das? 7 Leute. Oh, ist ja schon gleich vorbei. Und da ist der letzte runtergefallen. Das war's. Dann sind es jetzt noch wie viel? 12, 11. 11 Leute. Ich hoffe... Waben oder Bergspitze. Bitte kein Abschweifen. Aber Abschweifen ist mit 11 Leuten, glaube ich, eh nicht so möglich. Weggehext, okay. Finde ich okay. Ist nicht mein liebstes Finalspiel, aber es geht. Müssen wir uns ja auch verbessern. So, wir sind vorne, ganz links. Schauen wir einfach mal, wie es klappt. Man muss immer so ein bisschen Glück haben mit den Leuten, die auf einen fallen oder sowas. Man muss natürlich auch Glück haben mit dem... Ja, ich falle genau durch das eine Loch. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? Wie blöd war denn das gerade, Alter? Geh mal weg, das ist meine Hut. Ey, jetzt kommt da noch so eine Flasche hier an. Nein, no, nee. Boah, das läuft ja gerade nicht so rund für uns. Warte mal, ich gehe hier gerade mal das hier, so. Oh, da kommt ein Wolf. Lass mal, das ist mein Territorium. Meine 3 Felder. Okay, Lilo ist auch schon weg. Jetzt sind wir auf Gelb. Kann ich momentan nicht beurteilen, ob wir gut sind oder schlecht. Also, ob wir schlecht dabei sind oder gut. Ja, werden wir am Ende sehen, denke ich. Wir haben jetzt von Gelb noch sehr viel Platz. Ich weiß nicht, ob noch über uns einer ist. Wenn nicht, wäre das richtig geil. Das war jetzt ein bisschen gefährlich, aber es hat sich gelohnt. So, immer mit der Ruhe. Ich habe bei Wecke-Ex immer so ultra schwitzige Hände, weil ich so angespannt bin. Oh, unter mir ist da schon sehr viel weg. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin soll. So, hier rüber, dann hier lang. Einer ist schon ausgeschieden. So, dann nehmen wir das und das darüber noch und das und das und das. So, dann sind wir hier bei Blau angekommen. Oh Mann, Leute.
bin... Nein! Nein! Ich bin runtergefallen. Oh, nö. Das war nicht gut, Leute. Mann, ich hatte eine gute Posi. Aber jetzt habe ich keine gute Posi mehr. Nein, das war nicht gut. Nein! Oh, ich bin so blöd, Leute. Ich bin so doof. Ah, das habe ich gerade verkackt mit dem Springen. Nein, Leute, das war so knapp. Wer wird den Sieg machen? Oh, der hat noch sehr viel Platz. Okay, das hätte ich nicht geschafft. Ich glaube, das Runterfallen eben durch die zwei, drei Ebenen, das war unser Genickbruch. Ach, Mann, wieder dieser blöde Sprungbug. Ich hasse es, Leute. Danach habe ich es verkackt, aber ist egal. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine dritte Runde, oder? Zur Feier des Tages mit dem neuen Update machen wir heute mal eine dritte Runde. Weil die anderen ja auch relativ schnell gingen. Schwindelnde Höhlen, liebe Leute. Das ist das erste Spiel in der dritten Runde. Und gibt es hier irgendeine Variation? Diesmal? Soweit ich von hier aus sehen kann, nicht, glaube ich. Oder die Dinger drehen sich anders. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Hauptsache, wir qualifizieren uns für die nächste Runde. Nein, ich wurde weggetreten. Och, Mann. Junge, steh doch auf. Das ist so stressig. Hast du das? Jetzt steh doch auf vom Schellzeulen als Hinder. Meine Güte, ey. Ich hasse das, wenn ich jedes Mal von den Leuten umgeschubst werde. Die müssen mich nur schräg angucken, dann liege ich schon um. Der hat hier Beine wie Streichhölzer, der Junge. Aber okay, bis dato sind wir noch relativ weit vorne. So, dann müssen wir nur darauf achten, dass wir hier nicht runterfallen. Das kostet nämlich ganz schön viel Zeit. Aber wir sind durch. Wir sind nicht so weit vorne, aber es geht noch. Oh, was sind... Oh, es sind Früchte am Start, keine Bälle mehr. Ach, wie cool. Finde ich auch nicht schlecht. Aber die sind durch. Aua. Oder auch nicht. Ich habe eine Heidelbeere ins Gesicht gekriegt. So, das war's aber. Oh, der ist AFK. Der arme Junge. Junge, du sollst doch spielen und nicht rumstehen. Torhunger wieder mal. Ich habe jetzt gerade nicht so drauf aufgepasst. Aber es sieht relativ normal aus. So. Bitte geh nicht hoch, bitte geh nicht hoch. Danke, es ging noch. Komm auch drüber hüpfen. Ja, ja, doch, das war... Nice. Bisher läuft's. Na, das war jetzt blöd. Ah, Hilfe, ich werde schon wieder überrannt. Das ist so dämlich, Alter. Ich bin Erster und werde von dem wieder umgelaufen. So. Oh, da bin ich gerade noch drüber geflogen. So, jetzt hier bitte stehen bleiben. Nicht hinfallen, Kollege. Sauber. Das haben wir auch geschafft. Also wenn man hier einen kleinen Fehler hat, bei der Rampe hier, da leg ich mich öfters auch mal hin, dann ist man schnell ausgeschieden. So, und 30 Leute leben noch. Ich würde gerne mal Schleimkraxler spielen, bitte. Kein Schleimkraxler, aber diesmal wieder Ausweichmanöver. Mit 30 Leuten. Und 18 Leute kommen weiter. Okay. Wir müssen zusehen, dass wir gleich einen guten Start haben. So, und hier... Nein, ich habe mich... Och Mann, ich bin vor die Kante irgendwie gedotzt. Gleich hingelegt. Aber wir sind noch relativ... Oh nein, die Melone! Nein, das war nicht gut. Ach, okay. Das sieht jetzt nicht so gut aus bis dato. Ich weiß nicht, ob ich so weiterkomme. Ich hoffe, wir scheiden nicht schon wieder aus wie beim ersten Mal. Komm schon. Oh, die... Alter, die Orange war richtig knapp an mir dran. Aber wir sind durch. Hey! Oh, die böse Taube. Die wollte mich killen. So. 18 Leute leben dann noch. Das heißt, ein Spiel noch vor dem Finale. Mal schauen, was... Ja, nice. Wir spielen Blockparty. Ob es hier jetzt auch andere Blöcke gibt, die kommen... Ich würde mir wünschen, dass das generell schon schwieriger ist, weil es war oft wirklich sehr einfach und nur die letzten 20 Sekunden waren eventuell ein bisschen schwer. Aber das davor war zu oft zu leicht, fand ich. Mal gucken, was kommt denn da so? Ja. So Leute, die letzten 20 Sekunden beginnen und drei Leute sind ausgeschieden. Wenn nochmal so ein paar ausscheiden, das würde mir sehr gut gefallen fürs Finale.
Ja, los, komm. Ich halte dich fest. Nee, das sollte ich lieber nicht machen, weil dann kriege ich wieder die Karma-Schelle ins Gesicht. So, komm. Drückt euch nach hinten weg. Los, Leute. Ihr müsst ausscheiden, bitte. Ja, gut. So ein paar sind ausgeschieden, aber nicht genug. Ich glaube, 11 Leute leben noch. Oder 12? Ich glaube, 12 leben noch, oder? Ja, richtig. Okay, dann gehen wir zu 12 ins Finale oder kommt da nochmal was? Ich weiß es nicht. Die gute alte Bergspitze, Leute. Finale. Zu 12. Und wir sind in der ersten Reihe. Ich sehe jetzt keinen großen Hammer. Aber gut. Ich gebe mein Bestes. Komm, wir müssen eine Krone holen. So, komm schon. Die Kugel macht mir schon mal hier keine Tür auf. Das ist nicht gut. Oh nee. Warum bin ich denn jetzt umgefallen, Mann? Och Mann, ich bin schon wieder umgefallen. Ey, dieses Spiel. Bitte. Ach, ich habe keine Chance, Leute. Die sind ja meilenweit vor mir. Die hat auf den Sack gekriegt, aber... Oh doch, da sind... Aua. Das sind doch hier diese anderen Dinger noch dabei. Junge, geh doch weg. Oh, Junge, was... Ich werde ja als von den Leuten an... Ja gut, Leute, das war nichts mit Bergspitze. ja. Naja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal wieder. Heute hatten wir nicht so viel Glück in den Finals. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das würde mich sehr freuen, wenn es so wäre. Wenn ihr irgendwas habt, was euch nicht gefällt, immer in die Kommentare schreiben. Das würde mir sehr helfen. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.